Traut es sein Glück allein? Bauen. Jetzt haben wir hier unter anderem auch diese Möglichkeit, etwas zu bauen. Ja, also das ist ziemlich cool. Hier kann man kleine Tische bauen, große Tische, Schubladen, Zäune. Man kann hier eigentlich sein gesamtes Dingens selber bauen. Aber das ist halt die Sache. Wie kommt man an das Zeug ran? Wie kommt man an das Zeug ran? Stacheldrahtzaun. Upp. Jetzt fängt es auch wieder an zu regnen, ey. Ich habe aber auch wirklich noch keinen Plan, wie man an Holz rankommt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man hier irgendwo sein Zeug auseinanderballern kann. Also sprich, dass man hier, dass man vielleicht irgendwas auseinanderhaut, wie zum Beispiel den Schrank. So, dann haut man den auseinander und dann kann man sich zum Beispiel selber einen Schrank zusammenbauen, um seinen Skill zu erhöhen. Aber ob das wirklich geht, kein Plan. So. Ich habe das eigentlich immer auf die Axt geschoben, ja. Dass man mit der Axt das alles machen kann. Aber ich hatte es ja auch schon anfangsmäßig hier angesprochen gehabt. Ich hatte noch nie. Doch, ich hatte einmal eine Axt, aber sonst nicht mehr. Komm. Du bist kein Naturbursche. Du musst ins Trockene. Oh, jetzt sind wir hier bei Gertrud Linde. Ja, war ja klar. Hier neben dem Schulranzen erstmal ein paar, erstmal 20 Zigaretten. Oh, die hat aber nur einen kleinen Kühlschrank, die Alte. So, hier haben wir noch Huhn, Ham, Grapes, Korn. Fertig Popcorn. Mann, 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 Mann. Also die Zielsetzung ist ja relativ einfach für dieses Spiel. Überleben. So, und momentan überleben wir eigentlich recht gut. So, die Frage ist bloß, wie lange. Hier kommt das Sandwich, das essen wir jetzt langsam mal. So, machen wir es so. Passt doch. Gehen wir tiefer in die Siedlung rein. Was meint ihr? Also hier hinten scheint die Hauptstraße lang zu gehen. Wir wohnen hier an so einer Nebenstraße, wo kleine Häuschen sind. So, jetzt ist bloß die Frage. Ist es die kleinen Häuschen wert? Oder eher nicht so. Oh ja, verdammt. Na bitte. Komm schon. Und nochmal hier, zack und. Okay. Ab in die Hütte. Sieht uns hier noch irgendjemand? Nö, sieht uns niemand. Perfekt, so muss es sein. Jetzt gehen wir mal hier. Oh, doch, da. Da ist ein kriechender Zombie gerade auf der linken Seite gewesen. Komm mal, ihr nicht! Zieh durch! Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, dass ich hier nur 10 Minuten Folgen hochlade. Aber ich möchte das Projekt halt. Das ist nur ein kleineres Projekt. So in der Reihe Spiele, die Meltas zockt, wenn er rendert. Nein, schließ doch einfach dieses scheiß Fenster. Batterie, Taschentuch, 9 mm Patronen. Jetzt brauche ich eigentlich nur eine Sache.
Aber kein Taschentuch. Oh, Brot. Korn, Milchpaket und ein Steak. Na super. Wir brauchen mal sowas wie Butter, wa? Das wäre auch mal ziemlich interessant. Oh, hier ist ja noch einer. Komm. Wo ist denn hier das Klo? Ich muss mal zum Klo. Da haben wir nämlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, was zu finden, was ich suche. Ach, scheiße. In dem Fall bräuchte ich mal ein Badehandtuch. Weil mit dem Badehandtuch kann man sich abrubbeln. Da kann man sich trocken rubbeln. Und das ist natürlich praktisch. Kopfkissen, Zigaretten. Ja, und genau in diesen Hütten finden wir jetzt nichts hier. Okay, jetzt sind wir schon wieder trocken. Jetzt sind wir schon wieder trocken hinter unseren Ohren. So gerade ja langlaufen. Wo ist denn der jetzt hier? Ah, okay. Sei es drum. Komm, hier noch die Patronen mal umswitchen. Das Hühnchen. Das lassen wir mal fallen, das brauchen wir nicht. Milchpaket. Also ich glaube mal, mit dem Müsli und der Milch kann man schon mal was verbinden. Ja, also es ist, das schätze ich zumindest mal so ein. Ich werde das Huhn doch mal mitnehmen. Lag ja erst noch auf dem Boden. Ja, also pff, kann man noch essen. So, Tischland für Anfänger. Jetzt könnte man eigentlich mal... Oh, hier, Stumpf! Wir sind ja schon Level up. Wir haben einen Skillpunkt übrig. Jetzt können wir hier zum Beispiel lernen. Jetzt könnten wir das hier lernen. Dann sind wir da stärker. Machen wir es mal. Jetzt sind wir hier so Gold freigeschaltet. Und ich weiß nicht, was hier die einzelnen Level bringen. Ich gehe mal da felsenfest davon aus, dass man dann halt da stärker einfach nur ist. Mit diesen einzelnen Waffengattungen. Dass man da halt mehr mitreißen kann. So, aber ob das wirklich so richtig ist, weiß ich nicht. Oh, unser Rucksack ist voll. Ist natürlich nicht so schön. Oh, man kann hier sogar in Sesseln schlafen. Das ist natürlich auch ziemlich nice zu wissen. So, komm hier. Leg dich mit einem Meister der stumpfen Waffen an. Aha. Achso, und man kann hier wahrscheinlich erst dann weiter leveln, oder? Das kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen, ob das jetzt nur so ein Trugschluss von mir ist. Oh. Hallo? Okay. Oh, 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 oh. Mach doch endlich auf. Oh, oh. Ja, so, jetzt machen wir hier einfach mal das Ding zu, wa? Und ja. Vorhang ist zu, aber du könntest natürlich auch mal das Fenster an sich zumachen können. Hallo? Hallo? Küche? Was weißt du hier so auf? Irgendwas Schickes? Vegetarischer Potatosalat. Na, das ist doch mal was. Den werden wir gleich mal essen. Komm, essen, essen. Da hat echt sich jemand nochmal die Mühe gemacht, einen Kartoffelsalat fertig zu machen. Vor der Zombie-Apokalypse. Na, ist das was? So. Perfekt. Hier nochmal Butter nehmen wir nochmal mit. Bananendach, das könnt ihr eurem Affen geben. Das braucht doch kein Mensch. So. Brot haben wir auch noch, ne? Brot haben wir. Perfekt. Ham. Ich glaube, das nehmen wir auch nochmal mit.